Im Osten von Los Angeles wird die sonntägliche Ruhe von einer verheerenden Explosion gestört. Eine Wohngegend geht in Flammen auf. Ich drehte mich um und mein Haus brannte. Alle Häuser brannten. Brennende Wrackteile verteilen sich über das Viertel. Die Ermittler müssen nun herausfinden, warum die Maschine abgestürzt ist und verhindern, dass sich der Vorfall wiederholt. Dies ist eine wahre Geschichte. Sie basiert auf Augenzeugenberichten, Aufzeichnungen des Stimmenrekorders und offiziellen Dokumenten. Los Angeles International Airport ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. 40 Millionen Fluggäste werden dort jährlich abgefertigt. Über 1500 Flugzeuge starten und landen dort täglich. Es ist der 31. August 1986, ein Feiertagswochenende. Heute wird Walter White, ein angehender Fluglotse, im Kontrollturm arbeiten. White hat seine Ausbildung noch nicht ganz abgeschlossen. Ihm fehlt noch die nötige Praxis, bevor er seine Lotsenlizenz erhält. Wie sieht's aus? Nicht viel los. Es war ein langes Wochenende, ein herrlicher Tag. Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Willst du Pause machen? Ich kann dich vertreten. Es war meine normale Schicht. Walter fragte mich, ob ich eine Pause wollte. Ich sagte klar, es war nicht viel Verkehr. Es war ein Sonntagmorgen. Jeder Lotse braucht viel Übung. 3-4 Monate, da ist man noch ziemlich neu. Los Angeles Anflug. Es war noch nicht Zeit für meine Pause, aber Walter wollte meinen Sektor übernehmen. Er hatte ihn länger nicht gesichert. ACL 60, sehen Sie Landebahn 25 links? Verstanden. Danke. Drosseln Sie auf 200 und sinken Sie auf 6000. 200 und 6000. Danke. Schönen Tag noch. Mehrere hundert Kilometer südlich besteigen die Passagiere die DC-9 von Aeromexico, Flug 498. Dr. Donald Wong und seine Söhne kehren von einem höchst erfolgreichen Angelurlaub zurück. Jason, wir sollten ihn in die Küche hängen. Ihre Beute, ein Segelfisch. Mama wird sich freuen. Den sie mit nach Hause nehmen. Das Labor Day-Wochenende war das letzte Wochenende vor Schulbeginn. Und Donald war mit den Jungs nach Mexiko zum Tiefseefischen geflogen. Das hatte er davor erst einmal gemacht. Es war eine Vater-Sohn-Reise. Die erste, die sie ohne mich gemacht hatten. Östlich von Los Angeles wacht die Stadt Cerritos langsam auf. In den 70er Jahren war sie eine der am schnellsten wachsenden Vorstädte in Los Angeles County. Mein Mann war die ganze Woche unterwegs gewesen. Am Sonntagmorgen entschieden wir uns, zu Hause zu bleiben, statt in die Kirche zu gehen. Ich mache dir dein Lieblingsfrühstück. Javier, geh dich duschen. Ich fuhr zum Supermarkt. Im Haus war mein 14-jähriger Sohn Alex und seine Zwillingsschwester Angelica. Beide schliefen noch. Dann war da Javier, er war 16, und mein Mann. Als Teresa Estrada ihr Haus verlässt, ist die mexikanische Maschine nur 20 Minuten von L.A. entfernt.
Kapitän Antonio Valdez Prom hat die Steuerung seinem ersten Offizier José Valencia überlassen und übernimmt die Rolle des Co-Piloten. Ready when you are, Cap. Etwa 22 Kilometer südlich vom Los Angeles International Airport liegt Torrance Airport. Dieser kleine Regionalflughafen bedient vor allem Privatflugzeuge und Privatpiloten. Er gehört zu einer ganzen Reihe kleinerer Flughäfen in und um L.A., wo es über 6000 Wochenendpiloten gibt. Erst jetzt, am Ende des Sommers, kommen William Cramer, seine Tochter Caroline und seine Frau Kathleen endlich dazu, in den Urlaub zu fliegen. Piper 4891, bereit zum Start. Guten Morgen, hier ist der Tower. Sie haben Startfreigabe für Bahn 5 rechts. Sie sind auf dem Weg nach Big Bear Lake. Wir rollen. Der Ort liegt etwa 200 Kilometer nordöstlich. William Cramer ist Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens. Vor 6 Jahren hat Cramer im Alter von 47 Jahren sein erstes Flugzeug gekauft. Eine schicke Piper Cherokee. Wings West 5225, Los Angeles Anflug. Abflug Seal Beach, Landebahn 25 links. Melden Sie Sichtkontakt. Danke. Als Anfluglotse kontrolliert Walter White den Landeverkehr. Er sorgt dafür, dass die eintreffenden Maschinen genügend Abstand zueinander halten und weist ihnen eine der 2 Landebahnen zu. Bahn 25 links, danke. Die Crew des Aero Mexico Flugs 498 ist nur noch ein paar Minuten von ihrem ersten Funkkontakt mit Walter White entfernt. Im Himmel über Los Angeles braut sich gerade eine katastrophale Kette von Ereignissen zusammen. Dutzende Menschen, die einander nie im Leben begegnet sind, werden bald von einer Tragödie ungeahnten Ausmaßes betroffen sein. Der 31. August 1986. Startbereit. William Cramer und seine Familie starten endlich in den lang ersehnten Urlaub. Okay. Noch eine Stunde bis Big Bear Lake. Die Sichtweite beträgt über 20 Kilometer. Ziemlich gut. Cramer lässt den Flughafen hinter sich und steigt auf 3000 Meter. Er fliegt in nordöstlicher Richtung. Wenige Kilometer südlich nähert sich die halb besetzte DC-9 aus Mexiko dem Flughafen von Los Angeles. Knapp 2000 Meter unter ihr fährt Teresa Estrada vom Supermarkt nach Hause. Ihr Mann und ihre 3 Kinder warten nur wenige Straßen weiter auf sie. Das war's. Die Ferien sind zu Ende. Der Morgen ist relativ ruhig und Walter White lotst seine Flugzeuge sicher auf den Boden. Um 11.47 Uhr hat er ersten Kontakt mit dem Aero Mexico Flug 498. Los Angeles, guten Morgen. Das ist Aero Mexico 498. Aero Mexico 498, hier ist Los Angeles Anflug, Landebahn 25 links. Die Maschine hat jetzt offiziell den Nahverkehrsbereich oder TCA erreicht. Dieser Bereich ist ein spezieller dreidimensionaler Luftraumsektor um einen Flugplatz. Es ist ein beschränkter Luftraum. Er befindet sich über Hubflughäfen mit hohem Flugaufkommen, wo der Ein- und Austritt in den Sektor kontrolliert werden muss. Aero Mexico 498. Verkehr auf 10 Uhr in nördlicher Richtung. Höhe unbekannt. Verstanden. 498.
Drosseln Sie auf 190 und sinken Sie auf 6000. Während sich die DC-9 auf dem Sinkflug befindet, gewinnt William Kramer in seiner Piper weiterhin an Höhe. Hoffentlich ist es in Big Bear auch so schön. Wir müssen jetzt schon das Meer sehen. Schau doch mal in die Karte, ob du irgendwelche Orientierungspunkte siehst. Wonach soll ich suchen? Walter White hat Flug 498 im Auge, als plötzlich ein weiteres Flugzeug auf seinem Radar erscheint. Es ist keins, das er erwartet hat. Anflug 66 Romeo aus Fullerton. Flughöhe 4500. Bitte um Unterstützung. Der Pilot einer kleinen Grumman Tiger bittet den Tower, ihn durch die Kontrollzone zu leiten. Piloten müssen die Fluglotsen eigentlich vor Eintritt in den beschränkten Luftraum kontaktieren. Dieser Pilot könnte sich bereits in der Flugbahn einer anderen Maschine befinden. Aber bevor White sich um dieses Problem kümmern kann, erreicht ihn ein Funkspruch des Aero-Mexiko-Flugs. Welche Fluggeschwindigkeit? Wir sind bei 290. Ich meine 190. Können Sie beibehalten? White gibt der DC-9 die Landebahn, die ihrem Gate am nächsten liegt. Kurze Änderung. Verstanden. Dann kümmert sich White um den Eindringling. Grumman 66 Romeo, bleiben Sie dem TCA fern. White weist den Piloten der Grumman an, auf eine andere Frequenz zu wechseln. Aber der Pilot ist verwirrt. 4, 5 und weiter? 4, 5, 2, 4. 66 Romeo, sind Sie auf 4500? Negativ, bin auf 3400 steigend. Sie sind mitten in der Kontrollzone. Das nächste Mal sollten Sie sich mit der TCA-Karte vertraut machen. Gerade ist links von Ihnen ein Flugzeug auf 5000 vorbeigeflogen. Wir lotsen hier viele Jets auf 3500 durch. Tja, was soll ich jetzt tun? Während sich die Crew von Aero Mexico auf die Landung vorbereitet, Landelichter, geht ein gewaltiges Beben durch das Flugzeug. Aero Mexico 498, Los Angeles Anflug. Der erste Offizier versucht verzweifelt, den Sturzflug abzufangen. Aero Mexico 498, Los Angeles Anflug. Das darf nicht sein! Ich sah eine riesige Explosion, das leuchtende Rot eines Feuers. Eine Explosion, als sei eine Bombe eingeschlagen. White kann keinen Kontakt zum Cockpit des Jets herstellen. Aero Mexico 498, Los Angeles Anflug. Dann verschwindet die Maschine vom Radarschirm. Ich unterhalte mich mit den beiden Abfluglotsen und ich höre, wie Walter sagt: Ich glaube, ich habe eins verloren. Aero Mexico 498, Los Angeles Anflug. Alle horchten auf. Ich sah auf den Radar und er rief Aero Mexico 498 mehrere Male. Wo war die Maschine? Wir waren nicht ganz sicher, was passiert war. White bittet einen anderen Jet um Hilfe. American 343, bitte sehen Sie in Richtung 11 Uhr. Ich habe eine DC-9 verloren. Was sehen Sie? 11 Uhr. Welche Flughöhe? Das letzte Mal 6, aber ich sehe sie nicht länger auf meinem Schirm. Ich sehe links eine sehr große Rauchwolke. Etwa auf 11 Uhr. Ich ging die Straße runter zu meinem Haus und sah den Kopf einer Frau. Ihr Körper war diagonal durchgeschnitten. Sie lag einfach da.
Ich sah nur Wrackteile und Feuer. Im ganzen Viertel brannte es. Ganz in der Nähe befindet sich ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, das gerade auf Übung gewesen war. Gruppenführer ist Larry Hambleton. Plötzlich tippte mir einer der Männer auf die Schulter und sagte, da links ist eine große Rauchsäule. Ich schnappte mir das Funkgerät und gab eine ungefähre Adresse an. Ich bin auf dem Weg zu einem Feuer nördlich von Carmenita. Die Zentrale sagte, dass ein Flugzeug abgestürzt sei, also forderte ich Verstärkung an. Dreimal so viele Einsatzkräfte wie zuvor. Dritte Alarmstufe, östlich der 183. und Carmenita. Als wir näher kamen, sah ich nicht nur Flugzeugteile in den Straßen, sondern auch Körperteile. Das änderte alles. Alles absperren! Hört mich jemand? Im Kontrollturm wird ein tief erschütterter Walter White von einem Kollegen abgelöst. Ich weiß noch, wie Walter aufstand und den Raum verließ, allein. Etwas sagte mir, das ist nicht gut. Jemand muss bei ihm sein. Tony, er kann nicht allein bleiben. Es hätte genauso gut ich sein können. Ich weiß nicht, ob ich was anders gemacht hätte. Wir sehen schwarzen und weißen Rauch aufsteigen, 3 Meilen westlich des Flughafens von Fullerton. Reporter berichten von Hubschraubern aus über den Absturz. Vor mir war ein großes Feuer. Mein Haus stand in Flammen. Frank! Angelica! Ich sah meine Nachbarin. Ich sagte, Rose, wo ist meine Familie? Was ist passiert? Und sie sagte, deine Familie ist hier. Sie suchen dich. Ich dankte Gott, dass sie in Sicherheit waren. Ich ging zu ihrem Haus und ich sah Alex. Was ist passiert? Wo ist Angelica? Und Javier? Und Papa? Ich weiß nicht. Er fing an zu weinen. Ich bin der Einzige, der lebend rauskam, sagte er. Ich nahm ihn in die Arme. Teile des Rumpfs haben Häuser zerstört und sie in Brand gesetzt. Das Flugzeugheck wurde über einen Häuserblock weit von der Absturzstelle geschleudert. Ist da jemand?
Die Häuser und die Absturzstelle zu untersuchen, war ein sehr surreales Erlebnis. Ich stand 4-5 Minuten alleine da, bevor jemand kam. Ich sah keinen anderen Menschen. Überall Trümmer, keine Überlebenden, nur Tote. Ich hatte schon vorher 2-3 Tote bei einem Hausbrand gesehen, aber nie ein Passagierflugzeug voller Menschen. An die Arbeit! Ich sah keinen ganzen Körper. Ich wies meine Männer an, die gefundenen Körperteile mit gelben Rettungsdecken zu bedecken, egal wie klein sie waren. Egal, ob es eine Hand, ein Rumpf oder ein Bein war. Die Überreste symbolisierten den ganzen Menschen. Sie alle wurden mit Respekt behandelt. Meine Erinnerung an diesen Tag ist in einem gedeckten Braunton gehalten. Nicht schwarz-weiß, keine leuchtenden Farben. Das Gras ist nicht grün, die Häuser haben keine Farbe. Alles sieht bräunlich aus. Mir wurde gesagt, dass mein Unterbewusstsein auf diese Weise das Schreckliche abmildert, damit ich damit leben kann. Oh Gott! Diese Ecke des Viertels wurde in Stücke gerissen. Unter den gelben Decken sind Tote. Ich zähle 11 Tote. Mein Gott, dieses Viertel ist verwüstet. 16 Häuser sind betroffen. Viele von ihnen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Im Los Angeles International Airport wartet Mary Wong auf ihren Mann und ihre 2 Söhne. Ich fuhr gegen Mittag zum Flughafen, um sie abzuholen, und wartete vor der Zollkontrolle. Ich wartete und wartete. Ich dachte, na ja, die Zollkontrolle kann schon etwas dauern. Aber um 12:30 sah ich einen Mann. Er trug einen Rucksack mit einem grünen Kreuz. Wir wurden in eine Lounge im 2. Stock gebracht. Auf der Rolltreppe sah ich den Mann an und sagte, sie sind tot. Ich weiß es. In Cerritos erwartet die Rettungsmannschaften ein weiterer Schock. Auf dem Spielplatz einer Schule finden sie das Wrack einer Piper Cherokee. Das Flugzeug ist erstaunlich intakt, nur das Oberteil des Cockpits fehlt. Alle 3 Passagiere sitzen angeschnallt in ihren Sitzen. William Kramer und seine Familie sind tot. Auch die Passagiere und die Besatzung des Aero-Mexico-Flugs 498 sind tot. Auf dem Boden sind 15 Menschen ums Leben gekommen. Es ist eine entsetzliche Szene. 2 Flugzeuge sind in der Luft zusammengestoßen. Über einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt hat sich eine Katastrophe ereignet. Jetzt müssen die Ermittler herausfinden, was genau passiert ist. Am 31. August 1986 erschüttert eine gigantische Explosion dieses verschlafene Wohnviertel. Zwei Flugzeuge stürzen über der kalifornischen Stadt Cerritos ab und zerstören mehrere Häuser. Die Szene am Boden ist schauerlich. Körperteile sind über die ganze Siedlung zerstreut. Insgesamt sind 85 Menschen tot. 15 Menschen sind am Boden ums Leben gekommen.
weitere 67 in den Trümmern der zwei abgestürzten Maschinen. Mitarbeiter der Flugsicherheitsbehörde NTSB treffen noch am selben Abend ein. Darunter sind Experten für menschliches Versagen, Flugsysteme und Flugsicherung. Von Anfang an konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Tatsache, dass zwei Flugzeuge abgestürzt sind. Das deutet darauf hin, dass es eine Kollision in der Luft gegeben haben muss. Die Vermutung, dass es sich um einen Zusammenstoß in der Luft handeln muss, wurde uns sofort mitgeteilt, noch bevor unser Flugzeug den Hangar verließ. Es gab zwei Wracks, so wurde uns das gesagt. Vor diesem Hintergrund untersuchen White und sein Team die Flugzeugteile auf das Genaueste. Wir dokumentierten die Lage aller Wrackteile und versuchten dann zu rekonstruieren, in welchem Winkel die Maschinen aufeinander getroffen waren. Propeller und Farbspuren der Piper am Heck der DC-9 verraten, wie die Flugzeuge miteinander kollidierten. Es scheint, als ob die Piper das Heck der DC-9 traf. Dadurch fiel das Höhenruder aus und der Pilot konnte den Fluglagenwinkel nicht länger kontrollieren. Die im Sinkflug begriffene DC-9 und die steigende Piper trafen in einem 90-Grad-Winkel aufeinander. Zusammen betrug ihre Fluggeschwindigkeit 450 km pro Stunde. Die Klärung des Unfallgeschehens ist der erste Schritt. Aber die wichtigere Frage lautet, wie konnte das passieren? Um eine Antwort darauf zu finden, untersuchen die Ermittler den Flugdatenschreiber der DC-9. Er gibt Auskunft über die genaue Position und die Flughöhe des Aero-Mexico-Flugs 498. Die DC-9 befand sich im Nahverkehrsbereich der Kontrollzone des Los Angeles International Airport. Sie war genau da, wo sie sein sollte. Aber die Piper Cherokee von William Cramer war ebenfalls dort. Bevor ein Privatflugzeug in die Kontrollzone des Flughafens einfliegen kann, muss es zuerst eine Genehmigung von der Flugsicherung erhalten. Piper 4891 bereit zum Start. William Cramer lebte noch nicht lange in Los Angeles. Aber die Ermittler sind sich sicher, dass er von der Kontrollzone und ihren Beschränkungen wusste. Im Cockpit der Piper finden sie eine Karte, auf der der kontrollierte Flugraum von Los Angeles eingezeichnet ist. Die Ermittler machen eine weitere rätselhafte Entdeckung. Cramers Flugplan führt von Torrance nach Long Beach, dann weiter nach Ontario und schließlich nach Bear Lake. Die Reiseflughöhe beträgt 3000 Meter. Laut Plan führt Cramers Flugroute nicht durch die Kontrollzone. Tatsache ist, die Piper flog ohne Genehmigung in den beschränkten Flugraum. Wie konnte das passieren? Warum hatte er sich nicht gemeldet? In Cerritos deutet sich eine mögliche Erklärung an. Die Obduktion von Cramers Leiche ergibt, dass er eine massive Blockade in den Herzkranzgefäßen hatte. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Es ist möglich, dass Cramer einen Herzinfarkt erlitt und das Flugzeug führerlos war. Herzgewebeproben werden entnommen und in die Pathologie geschickt. Wenn Cramer tatsächlich einen Infarkt erlitten hatte, könnte das erklären, warum er keinen Funkkontakt zur Flugsicherung aufnahm. Es ist durchaus möglich, dass er einen Infarkt hatte, zurückfiel und die Steuersäule hochriss. Deswegen wich er der DC-9 nicht aus. Aber egal, warum Cramer sich in der Kontrollzone aufhielt, Fluglotse Walter White hätte ihn sehen müssen. Cramers Piper hätte auf seinem Radarschirm auftauchen müssen.
Bevor er vor den Ermittlern aussagt, geht White die Funksprüche des Unglücksmorgens durch. Er will wissen, was er gesagt und was er gesehen hat. Richard Wentworth ist einer der Ermittler, die mit White gesprochen haben. Haben Sie die Piper zu irgendeinem Zeitpunkt auf Ihrem Radar gesehen? Nein, Sir. Die Maschine erschien nicht auf meinem Radarschirm. It is my belief that it was not on my radar scope. Er war sich sicher, dass er das Flugzeug nicht gesehen hatte. Aber die NTSB-Ermittler zweifeln an Whites Aussage. Während die Radardaten ausgewertet werden, treffen die Ergebnisse aus der Pathologie ein. Alles in Ordnung? Die Obduktion der Leiche hat ergeben, dass William Kramer zwar ein Herzleiden im fortgeschrittenen Stadium hatte, es aber keinen Herzinfarkt gegeben hatte. Die Ermittler müssen weiter nach einer Erklärung für Kramers Eindringen in die Kontrollzone des Flughafens von Los Angeles suchen. Kramer hatte zwar einen Flugplan eingereicht, doch kleineren Maschinen wie der Piper Cherokee fehlen viele Instrumente, die bei Großflugzeugen Standard sind. Kramer orientierte sich bei der Positionsbestimmung an Peilpunkten wie Gebäuden und Autobahnen. Er musste also gleichzeitig den Boden und den Luftraum im Auge behalten. Das ist die 405. Wo ist sie nochmal? John Andrews ist ein Flugsicherungsexperte, der zur Cerritos-Tragödie hinzugezogen wurde. Der Pilot der Piper flog auf Sicht und versuchte wahrscheinlich, einer Autobahn zu folgen. Es kann sein, dass er sich nicht sicher war, welcher er folgen sollte. Kramer, der erst seit kurzem in Kalifornien wohnte, war vielleicht unabsichtlich in die Kontrollzone des Flughafens geflogen. Auf dem Boden gibt es kein Schild, auf dem steht, hier beginnt der TCA. Man muss die Karte lesen. Die Ermittler glauben nun zu wissen, warum Kramer sich in der Kontrollzone aufhielt. Als er die Radardaten des Unglücksmorgens vorgelegt bekommt, ist Wentworth davon überzeugt, dass White die Piper hätte sehen müssen. Das Flugzeug, das mit Aero Mexico kollidierte, war auf dem Schirm eindeutig zu sehen. Warum also hatte White nicht auf das Flugzeug reagiert? Als Walter White am Sonntag zur Arbeit kam, war Carl Grundman für die Anflugkontrolle zuständig. Wie sieht's aus? Nicht viel los. Grundman glaubt, dass Probleme mit dem Radar dafür verantwortlich waren, dass White die Piper nicht sah. Die Lotsen hatten sich schon längere Zeit über das Radar beschwert. Es hatte schon mehrere Male ein Ziel nicht angezeigt. Wenn ein Radarsignal auf ein Objekt trifft, wird es reflektiert und zum Radargerät zurückgesendet. Aber wenn Gebäude oder Berge das Signal unterbrechen, kann es verloren gehen. Man kann ein oder auch zwei Ziele verlieren. Sie tauchen dann kurzzeitig nicht auf dem Bildschirm auf. Haben Sie die Piper auf Ihrem Radar gesehen? Nein, Sir. Aber das heißt nicht, dass das Ziel nicht da ist. Die Störung dauert nur Sekunden, sie ist nicht von langer Dauer. Ich habe eins verloren. Es gab Ausfälle, weil das Radar alt war. Es war nicht so akkurat, wie es hätte sein können. Es war nicht auf dem neuesten Stand der Technik, so viel ist sicher. Es gibt ein Phänomen namens Flicker. Wenn der Computer überlastet ist, flimmert der Bildschirm und ein Ziel kann plötzlich verschwinden. Wir analysierten die Daten und es gibt keinen Hinweis darauf, dass das System in Los Angeles Funktionsstörungen hatte. Es gibt noch eine mögliche Erklärung. Selbst wenn die Piper auf dem Radarschirm erschienen ist,
White hätte sie einfach übersehen können. Die Ermittler wenden sich jetzt einer anderen Maschine zu, die an diesem Tag in der Kontrollzone war, der Grumman Tiger. Privatflugzeuge müssen zuerst eine Genehmigung von der Flugsicherung erhalten, bevor sie in die Kontrollzone des Flughafens einfliegen können. Aber die Grumman war schon mitten in der TCA, bevor sie sich bei White meldete. Anflug 66 Romeo aus Fullerton. Flughöhe 4500, bitte um Unterstützung. 66 Romeo, sind Sie auf 4500? Negativ, bin auf 3400 steigend. Sie sind mitten in der Kontrollzone. In östlicher Richtung war ein Flugzeug, mit dem White sich lange auseinandersetzte. Das war der Eindringling. 66 Romeo, das nächste Mal sollten Sie sich mit der TCA-Karte vertraut machen. Das Gespräch zwischen dem Lotsen und dem Piloten war viel zu lang. Warum waren Sie von der Grumman so fasziniert? Sie stellte eine Gefahr dar. Das Gespräch fand zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Im südwestlichen Sektor seines Radarschirms flogen die Aero Mexico und die Cherokee gerade aufeinander zu. Aber selbst wenn die Piper Cherokee auf dem Radar aufgetaucht und gesehen worden wäre, hätte White noch nicht alle notwendigen Informationen zur Hand gehabt. Das Radar zeigt dem Lotsen nur die Position des Flugzeugs in der Kontrollzone. Flugtransponder liefern weitere Informationen wie Flughöhe und Geschwindigkeit. Kramers Piper war mit einem sehr einfachen Transponder ausgestattet, der nur über die Flugrichtung Auskunft gab, nicht aber über die Flughöhe. Die Lotsen waren an diese kleinen Dreiecke gewöhnt, die kreuz und quer unterwegs sind. Sie stellen Flugzeuge dar, die nach Sicht geflogen werden und keine Höhenangaben machen. Die Lotsen gingen davon aus, dass diese Maschinen nicht in ihren Flugraum eindringen würden. Es sei denn, die Piloten meldeten sich bei ihnen. Die Ermittler vermuten, dass White durch die Grumman Tiger abgelenkt wurde und deshalb vielleicht versäumte, die DC-9 auf die Piper Cherokee aufmerksam zu machen. Siehst du irgendwelche Orientierungspunkte? Aber es gibt noch ein ungelöstes Rätsel. Als die NTSB-Ermittler die Radarbilder durchgehen, machen sie eine überraschende Entdeckung. Weder die Besatzung der DC-9 noch der Pilot der kleineren Cherokee leiteten vor dem Zusammenstoß Schritte für ein Ausweichmanöver ein. Beide Piloten scheinen die andere Maschine überhaupt nicht wahrgenommen zu haben. Warum haben die Piloten nicht reagiert? Die Sichtweite an diesem Tag betrug über 20 Kilometer. Eine Kollision am helllichten Tag. Wie ist das möglich? Um besser zu verstehen, was sich im Cockpit des Aero Mexico Flugs abgespielt hat, wenden sich die Ermittler dem Voice Recorder der DC-9 zu. Die Besatzung hatte Walter White auf Lautsprecher gestellt. Das Mikrofon des Voice Recorders befand sich direkt neben den Lautsprechern. Die Stimmen der Piloten werden daher von Walter White übertönt und sind kaum verständlich. Die Radaranalyse zeigt, wie leicht die Kollision zu vermeiden gewesen wäre. Kramers Piper hatte sich über eine Minute lang im Blickfeld der DC-9 befunden. Und hätten die Kramers aus ihrem rechten Seitenfenster gesehen, hätten sie den Passagierjet ebenfalls bemerkt. Aber keines der Flugzeuge wechselte den Kurs. Kein Pilot unternahm etwas, um den tödlichen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Experten glauben, dass William Kramer sich tatsächlich verflogen hatte. Weil er nach Anhaltspunkten am Boden suchte, sah er die Verkehrsmaschine wahrscheinlich nicht. Er sah aus dem linken Seitenfenster, während die DC-9 aus der anderen Richtung kam. Das war ein unglückliches Zusammenspiel von Ereignissen. Die DC-9 kam von rechts und konnte nur vom rechten Fenster aus gesehen werden.
Die Besatzung der DC-9 hat das Kleinflugzeug wahrscheinlich erst dann gesehen, als schon alles zu spät war. Wenn sich ein kleines Flugzeug schnell nähert, wird es in manchen Fällen erst dann sichtbar, wenn es fast schon zu spät ist, eine Kollision zu verhindern. Die Bundesluftfahrtbehörde sagt, dass man in der Regel 12 Sekunden braucht, um ein fremdes Flugzeug zu sehen, als Gefahr einzustufen und dann ein Ausweichmanöver auszuführen. Im Falle der Kollision von Cerritos wurde das Kleinflugzeug erst knapp vor dem 12-Sekunden-Limit sichtbar. Bei den meisten Kollisionen finden wir heraus, dass die Flugzeuge sich erst dann gesehen haben, als sie zusammenprallten. Auch die Windschutzscheibe der DC-9 kann zum Unglück beigetragen haben. Es ist möglich, dass zumindest einem der Piloten durch die Mittelsäule die Sicht versperrt war. Der Pilot hätte seinen Kopf bewegen müssen, um das Flugzeug, das dahinter eine Zeit lang versteckt war, zu sehen. Nur dann hätte er eine Chance gehabt, es zu bemerken. Das Unglück von Cerritos deckte mehrere Unzulänglichkeiten in der Flugsicherung auf. Am offensichtlichsten war, dass ein Höchstmaß an Sicherheit nicht allein vom Piloten abhängig sein kann. Die Verhinderung von Kollisionen muss Aufgabe eines vollautomatisierten Warnsystems sein. Über einer kalifornischen Kleinstadt ereignet sich ein schreckliches Flugzeugunglück. Menschen kommen ums Leben, als ein Kleinflugzeug und eine Passagiermaschine in der Luft zusammenstoßen. Die Verwüstung ist enorm. 16 Häuser sind betroffen. Viele von ihnen sind dem Erdboden gleichgemacht. Der Bericht der Flugsicherheitsbehörde NTSB weist auf eklatante Fehler in der Flugsicherung hin. Diese Probleme müssen beseitigt werden, bevor es zu einer weiteren Tragödie am Himmel kommt. Die FAA, die amerikanische Bundesluftfahrtbehörde, handelt sofort. Ab jetzt müssen alle Kleinflugzeuge mit einem neuen Transponder ausgestattet sein. Er liefert den Fluglotsen die nötigen Informationen, um Unfälle wie den von Cerritos künftig zu vermeiden. Ein Flugzeug, das in die Kontrollzone eines Flughafens einfliegt, hat ab sofort einen Transponder, der Auskunft über seine Flughöhe gibt. Auf diese Weise müssen die Fluglotsen nicht länger rätseln, ob es sich um einen Eindringling handelt oder nicht. Zusätzlich wird ein Mode-C-Intruder-System eingeführt, das die Fluglotsen vor Eindringlingen warnt. Ein Mode-C-Intruder ist ein automatisiertes Warnsystem, mit dem heute alle größeren Radaranlagen ausgestattet sind. Sollte ein Flugzeug versehentlich in den Luftraum eindringen, erhält der Fluglotse ein audiovisuelles Warnsignal, sodass er den Piloten rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam machen kann. Selbst für den besten Piloten ist das Prinzip See and Avoid, sehen und ausweichen, ein risikoreiches Unterfangen, das von technischen Maßnahmen unterstützt werden muss. Die größte technologische Innovation, die sich aus der Katastrophe von Cerritos ergab, ist das Kollisionswarnsystem TCAS, das Traffic Alert and Collision Avoidance System. John Andrews gehörte zum Team, das TCAS entwickelt hat. Mit TCAS hätte das Unglück wahrscheinlich verhindert werden können. Es weist den Piloten 45 Sekunden vor einer potenziellen Kollision auf die Gefahr hin. Maria, alles in Ordnung? Etwa 25 Sekunden vorher erhält der Pilot die Anweisung, seine Flughöhe zu ändern, um dem anderen Flugzeug auszuweichen. Heute sind alle Flugzeuge des gewerblichen Luftverkehrs mit TCAS ausgestattet.
Der Pilot der Grumman Tiger, der sogenannte dritte Pilot, der am Unfallgeschehen mitbeteiligt gewesen war, wurde beschuldigt, auf fahrlässige Weise in die Kontrollzone eingeflogen zu sein. Walter White hat die Katastrophe nie ganz überwinden können. Walter kehrte etwa einen Monat später in den Kontrollraum zurück. Ich weiß nicht mehr, wie lange er blieb. Nicht lange. Er stand einfach auf und sagte, nein, danke. Er hat nie wieder mit einem Flugzeug zu tun gehabt. Ein Jahr nach dem Unglück wurde die alte Radaranlage in Los Angeles ausgetauscht. In Cerritos erinnert eine Gedenkstelle an den Unfall und seine Opfer. Mary Wong hat wieder geheiratet. Aber sie wird nie vergessen, wie sie an dem Tag des Unglücks nach Hause kam. Es war niemand da. Das Haus war leer. Derek, mein ältester Sohn, lebte schon in San Diego. Ich war plötzlich nur noch Dereks Mutter. Ich war keine Ehefrau mehr. Meine ganze Welt war zusammengebrochen. Wenige Tage später trifft Mary einen der wenigen Menschen, die ihren Verlust verstehen können. Ich ging zum Gedenkgottesdienst und es war mir sehr wichtig, jemanden zu treffen, der das Gleiche durchmachte. Ich hatte gelesen, dass Teresa ihren Mann und zwei Kinder verloren hatte. Dann sah ich eine Frau, die wie sie aussah. Sie sagte, sind Sie Teresa? Ich sagte, ja. Sie antwortete, mein Name ist Mary Wong und... Ich habe auch meinen Mann und meine Kinder verloren. Ich wollte sie einfach nur in den Arm nehmen. Sie fühlte, was ich fühlte. Wir haben unsere Freundschaft über 20 Jahre lang aufrechterhalten. Jeder, der heute in ein Flugzeug steigt, profitiert von der Einführung des Kollisionswarnsystems nach dem Unglück von Cerritos. Die Katastrophe hat den Luftraum für alle sicherer gemacht. Nachdem alle Passagierjets mit dem TCAS-System ausgestattet wurden, hat es im amerikanischen Luftraum keine Zusammenstöße in der Luft mehr gegeben.